Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Brotato. Und wie ihr schon im Titel sehen könnt, heute geht es um die Gegneranzahl, die der gute Patrick einfach mal auf fucking 300% hochgeschraubt hat. Oh ja, yes. Ihr hört's richtig. Patrick, du kleine Sau. Ich wollte es mal ein bisschen härter haben hier. Ja, Patrick will es richtig hart. Wir haben uns beide für den Fernkämpfer entschieden. Vielleicht kannst du ganz kurz nochmal zusammenfassen, was der Fernkämpfer kann. Der hat allgemein 50 Reichweite mehr. Beginnt direkt mit einer Pistole und Fernkampfschadenmodifikationen werden um 50% erhöht. Und wir können halt keine Nahkampfwaffen ausrüsten, das ist verboten bei dem. Und die Max-LP-Modifikationen werden um 25% verringert. Das ist ja hört sich spannend an und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Okay, ich habe die MP, Patrick den Schredder. Genau, dann let's go. 300%, also dreimal so viele Gegner, Leute. Ist aber auch geil, wir kriegen mehr Money jetzt erstmal. Ja, das stimmt, wir kriegen am Anfang auf jeden Fall mehr Money. Wo ich mir sehr Sorgen mache, ist bei den Hordenrunden. Ja, deswegen versuche ich mit dem Schredder auf Raketenwerfer zu kommen, damit ich schön AOE-Damage machen kann. Also Explosionsschaden, ja. Genau. Das ist eine gute Idee. So. Nee, bisher ist noch nichts drin, was ich haben will. Ausweichen, Ernte, 20 HP gewinnen. Ein Geschütz kann ich mitnehmen. Boah, Ja, hier Fernkampfschaden nehmen wir mit. Ja, Fernkampfschaden unbedingt mitnehmen, die Dinger. Jetzt habe ich endlich mal einen Schredder bekommen. Okay, bin ready? Jo. Leute, wenn euch übrigens diese Videos gefallen, dann könnt ihr gerne ein kostenfreies Abo bei uns da lassen für unseren Kanal. Würde uns auf jeden Fall freuen und ihr könnt auch gerne mal in unsere Livestreams reinschauen. Da sind wir nämlich jetzt tatsächlich öfters live, ne? Ja, also sind wir fleißig dabei, ja. Ja, jede Woche so 2-3 Mal sind wir auf jeden Fall live. Also gerne mal reinschauen. Ja, Alter, sind hier viele Items. Also, Coins meine ich. Ja. Und jetzt, Leute, kurz mal Video pausieren und unten in die Kommentare reinschreiben, bis zu welcher Welle wir kommen. Mit 300% an Gegneranzahl. Ich könnte jetzt 305% machen. Oh, nee, Digga, nee. Was heißt denn nee? Okay. Marvin ist wieder pussymäßig unterwegs. Oha. Ist ja okay. Echt? So. Okay, bin ready. Also ich versuche hart auf Schredder zu gehen und irgendwann mal Glück mitzunehmen, wenn ich Glück finde. Aber ich muss sagen, bisher fühlt es sich noch sehr machbar an. Ja. Aber das täuscht immer. Boah, jetzt kommen nämlich... Jetzt kommen schon viele Gegner, ja, okay. Eieiei. Aber du hast absolut recht, man macht sehr viel Money. Ja, das gleicht schon wieder fast ein bisschen aus. Ja, stimmt. Let's go. So. Nahkampf brauchen wir nicht. 8 Schaden. Ja, wir nehmen mal LP-Generation. Oh, 6 Max LP. Ein bisschen Tempo, ich fühle mich echt langsam. So. Oh, endlich nochmal ein Schredder. Das 3 Tempo ist leider echt nicht geil. Spawnen Bäume. 3 LP-Generation. 4 Tempo. 10 Glück, Max LP, noch ein Schredder, top, bin ready. Alter, wie viel Money man hat. Ja. Ist ja richtig geil. Warte ab, es wird noch hart. Besonders Runde 12 haben wir Horde, dann 14, 17 jeweils ein Boss. Also Runde 12, wenn wir die überstehen, dann okay. Okay, let's go. Alter, was hast du schon für Waffen? Ja, ich hab ganz krasse Waffen. Ich dümpel hier noch mit normalen, ohne Umrandung, bei dir sind schon alle blau. Ja. Ich bin overpowered, Dark Nova. Leute, Hashtag Dark Nova OP in die Kommentare, danke. Das ist halt wirklich so. Bam, 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 bam. Rat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 . Oh Gott, die Horde wird so assi werden. Ich glaube, die werden so alle aufploppen und du wirst auf dieser Map nur noch Gegner sehen. Ja. Deswegen, ich glaube, wir brauchen auch ein bisschen Speed. Ja, könnt ihr mir auch vorstellen. Und ich muss ein bisschen auf Rüstung gehen. Landminen hole ich mal, die sind auch gut. Ja. Ach nee, das kann ich nicht machen. Ich hatte ja schon die Fesseln, aber mein Tempo wäre dann bei 0, also bei 7 gefixt. Spawn mehr Bäume. Nice, habe ich auch schon. Das wäre natürlich GG, wenn wir da Taschenfabrik bekommen. Genau. Ja. Das wäre echt mega. Da schaut mal, wie gut wir uns ergänzen, Leute. Ich weiß genau, was Patrick immer sagen will. Ich bin wie das Lexikon immer für ihn. Das ist so geil. Ich bin der Puden.
Eine Mischung aus Patrick und Duden. Oh mein Gott. Der Puden, der ist aber auch geil. Der Puden einfach. Ja. Neu in ihrer Apotheke. Nein, Spaß. Wenn denn bei Thalia. Ja, stimmt. Aber bisher, ja, geht schon ganz gut eigentlich. Alter, fast 500 Coins. Man kriegt so viel Kohle, Mann. Das ist ja mal richtig geil. Also ich muss sagen, ich habe richtig gute Waffen schon. Puh. Alter. Ja, ich habe jetzt gerade nochmal 5 Shredders in Standardmodus. Aber irgendwann werde ich Raketenwerfer bekommen und dann geht's ab. Was, in Standardmodus? Was? Nein. Was? Taschenfabrik. Boah, geil. Das ist natürlich nice. Let's go. Ich kaufe den ganzen Shop hier leer. Aber ich muss so oft rerollen, weil ich nichts da holen will von irgendwie. Das ist voll nervig. Okay, jetzt bin ich mal ready. Ich noch nicht. Bro, wir haben erst Welle 5, das ist voll krank, wie viel man schon kaufen kann. Oh, nochmal ein Schredder, nice, aber den kann ich mir jetzt nicht holen. Ich habe ein bisschen Money gewastet, weil ich die ganze Zeit ein Item geblockt hatte. Ich habe das nicht gemerkt, nachdem ich 5-mal gerührt habe oder so. Das war jetzt gerade ein bisschen belastend. Aber egal. Ich brauche unbedingt Items größere Explosionen oder so. Und wir sollten auch echt auf Minen gehen, weil die sind echt auch okay irgendwie. Ja, falls ich mal so ein Item finde, direkt gekauft. Alter, was geht jetzt hier ab? Da liegt überall Münzen drum, ist echt geil. Also du, Taschenfabrik hattest jetzt noch nicht, ne? Doch. Doch, ist jetzt schon da. Muss da sein, ja. Okay, geil. Oh mein Gott, ein rotes Herz plus 12 Max LP. So, jetzt habe ich eine Frage. Ich habe jetzt weiße Fahne bekommen mit minus 5% Gegner. Nehmen oder sagen wir, wir machen nichts mit der Gegneranzahl ändern? Finde ich gut. Was denn jetzt? Mit wir bleiben bei 300%. Wir bleiben bei 300%, okay, dann verwerte ich das. Wenn dann mehr. Okay. Es spawnen mehr Bäume. Sehr geil. Heilungsgeschütz und Taschenfabrik nochmal. Oh mein Gott, geil. Oh mein Gott, Digga. 10 Angriffstempo, 5 Crit-Chance, 15 Reichweite. Hört sich auch gut an. Ja, hört sich echt gut an. Bin schon wieder ready. Okay, chill mal. Oh, Explosionsschaden. Endlich habe ich dich mal bekommen. Geil. 5 Tempo, 3 Technik. Boah, ist eigentlich cool. Okay, let's go. So, Leute, und jetzt mal ganz kurzer Real Talk. Wir haben heute schon den ganzen Tag versucht, ein Brotato-Video aufzunehmen. Boah, Alter. Und das war einfach der größte Krampf, den man sich vorstellen kann. Das Spiel ist so oft abgeschmiert. Es wollten die ganze Zeit Leute reinspawnen in unser Game. Ich weiß auch nicht, was das ist. Es hat so abgefuckt. Aber ich glaube, das wird jetzt der Take. Ja, besonders dann haben wir probiert, mit Speed zu machen. Aber das ging gar nicht. Also das wäre im Video nicht geil rübergekommen irgendwie. Und jetzt gucken wir mal, wie es hier mit dem Count funktioniert. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall besser, weil mit dem Speed, da hatten wir von 100% auf 300% gemacht. Da sind wir gefühlt immer erste Runde, dritte Runde, sechste Runde war so Kryptonit. Und jetzt sind wir schon Welle 7. Ich glaube, das hier läuft auf jeden Fall besser. Ich glaube auch. Und ich habe noch mein Heilungsgeschütz bekommen. Geil. Du kriegst echt geilen Stuff. Ich lasse mich von dir tragen. Ich krieg echt heftigen Stuff, ja. Und ein Feuergeschütz. Kaufe ich auch mal. Nice. Ich hab nochmal einen Schwerer. Mhm. Ich Feuergeschütz so, soll ich auch kaufen, oder? Wie mehr Geschütze ist das? Ja, habe ich auch gerade gemacht. Okay. Also ich habe mir auch eins gegönnt. Nochmal einen Schredder. Jetzt habe ich alle Schredder auf blau. Geil. Okay. Aber bisher gönnt ihr noch nicht der Raketen. Aber ich muss. Jetzt habe ich auch mal eine Frage. Und zwar Schrotflinte. Wie krass wird denn eine Schrotflinte sein? Die ist halt für, wenn in der Nähe macht er. Wenn halt viele da sind, oder? Ja, ist schon krass. Also wenn du eine rote hast, die dann so in der Nähe alles wegschrotet, ist schon eigentlich, glaube ich, ganz gut. Okay, ich verkauf mal. Kauf mal. Ich verkauf mal. Ich glaube, ich werde mir den Teiler auch holen, Jolo. Aber den kann ich erst nächste Runde. Ja, Teiler ist auch immer gut. Warte mal ganz kurz. Wenn der Gegner stirbt, dann nehme ich das. Okay, let's go. Welle Nummer 8. Wir zahlen schon heftigen Damage aus. Finde ich. Also ich mache brutalsten Damage. Ja, ich würde es noch feiern, wenn ich diese Items Dynamit bekomme. Für Explosionsschaden und Explosionsradius. Das weiß ich nicht gerade, wie das Item heißt. Ja. Wenn ich die beiden noch bekommen würde, ein paar Mal, dann doch, ist wirklich... Dynamit, glaube ich, ne? Ja, Dynamit. Es gibt zwei Items. Einmal für Radius, einmal für mehr Damage. Explosionsdamage. Stimmt, hast du recht. Ja.
müssen wir gucken. Na, die dicken werde ich jetzt hier nicht so leicht down kriegen. Okay. Ja, ich schrote halt wirklich alles weg. Ist ja noch, zum Glück, mit blauen Waffen. Ja, sehr gut. Du hast schon gut Leben, holy shit. Ja, ich bin sehr viel auf LP und LP-Regeneration aufgegangen. Ich merke schon. Spawn ist, ich glaube, wir brauchen noch Spawn mehr Bäume. Aber und ja. Ich sterbe mit einem Treffer. Ich glaube, wenn wir hier so easy durchlaufen, weil wir so viel Money machen, glaube ich, muss ich dann Money ein bisschen runtersetzen. Weil das kann ja nicht so weitergehen hier. So, Angriffstempo, nee. So, Angriffstempo ist eigentlich auch geil, oder nicht? Ich habe schon so viel. Okay, ich nicht. Bin komplett max gefühlt hier. Okay, krass. Ich krieg nix, wo ist der Raketenwerfer? Oh, ich hab die Flügel. Plus okay, 10% nice. Tempo und plus 30 Reichweite. Oh. Und geil. Es spawnen mehr Bäume. Geil. Ich schwör. Krieg so Krankheit. Bei dir läuft echt hart, ja. Ich hab eine lila Schrotflinte auch, aber ich geh nicht drauf. Ich wär bei dir. dauert kurz. Ah, Tyler, sperre ich mir mal. Gut. Hab ich mir auch gegönnt. Ich wär Welle Nummer 8 und ich bin fast max. Ja, du bist echt verrückt. Du hast echt Glück mit deinen Waffen. Aber gut, ich habe auch so viel überrollt, weil ich halt wirklich nur auf die Schredder gehe oder die anderen. Ja. Das ist auch verrückt, dass du schon zweimal, du hast schon zweimal Taschenfabrik bekommen, ne? Ja. Das ist auch sehr verrückt. Lucky. Lucky, lucky. Aber hier ist das Geile, du hast die ganze Zeit was zu tun. Ne? Die ersten Runden waren sonst immer so, da kommt kaum was. Aber hier ist wirklich ja, Non-Stop-Action. Ah. Ich muss sagen, ich finde meine Lebenszahl geil. 71? Nein, die war bei 69. Ja, warum ist die jetzt bei 71? Hast du vielleicht sowas wie. Ach doch, ja, du hast ich so ein Geister-Ding, ne? Ja. Ja, der Max-HP hoch. Und deswegen hast du so viel Max-HP. Ich verstehe. Alter, 1400 Uff. Punkte habe ich. Jo, ja. Ist das verrückt, Alter. Okay, ist witzig. Ich glaube, das schaffen wir. Irgendwie habe ich das so ein Gefühl. Und wir kriegen viel EP. Wir sind schon Level 20, was gefühlt eigentlich erst bei Runde 15 oder so passiert. Ja, ach so. Das ist kranker, ja. Oh. Projektile können einmal öfter durch Ziele durchdringen. Okay, GG. Explosionsschaden. Geil. Feuergeschütz. Ach du Scheiße. Ich hab die Minigun, habe ich. Die will ich aber nicht. Minigun wäre für dich geil, ne? Die wäre für mich mega. Raketenwerfer. Jetzt geht's ab. Ja, den ersten. GG. Lasergeschütz. Boah, ist echt teuer, langsam neu zu wollen. Raketenwerfer in lila. Sagt, sofern so geilen Scheiß, ey. Sofern du einmal, den Raketenwerfer bekommen hast, bekommst du den durchgängig. Das ist so geil. Raketenwerfer? Als ob. Ja, ich habe jetzt schon 3 Raketenwerfer und 5 rote, sag ich schon. 2 rote Schredder. Landminen? Nee, kann ich mir nichts holen. Es dauert einfach 3 Jahre, bis ich hier fertig bin. Ja, ich glaube, das war's. Jetzt okay, let's go. Let's go. Ja, jetzt. Jetzt brauche ich nur, ich habe auch nochmal Dynamit bekommen. Explosionsschaden. Jetzt fehlt mir nur noch der Radius. Wenn der Radius noch höher geht, dann ist over. Stick. Und deine Geschütze machen halt auch schon gut. Ja. Unterstützung. Ja, Taschenfabrik ist auch geil. Aber gut, das habe ich gar nicht bedacht damit, dass wir so viel Münzen kriegen, dass wir hier gefühlt. Ja, habe ich auch nicht. Shop. Also, das ist so das geil. Das ist einfach die OP-Strat. Ja, also ich glaube, wenn wir das hier flawless schaffen, dann werden wir das nächste Mal einfach mal probieren mit 50% weniger Münzen. Auf jeden Fall. 3 Rüstung. Nehmen wir mal. 9 Ausweichen. Nehmen wir mal. Ich habe jetzt schon ein rotes Item. Ja. Erstmal habe ich Raketenwerfer. Geil. Ich hätte jetzt auch einen Raketenwerfer. Ja, aber musst du entscheiden, wie du möchtest. Heilungsgeschütz nochmal. Okay, nice. Nochmal Raketenwerfer. Garten. Nochmal ein Raketenwerfer. Ja, es ist. What the fuck? Meinst, ja, du, wir brauchen, ist zu meinst krank. Du, wir brauchen einen Garten? Ich habe schon einen gekauft, ich hatte so viel Geld. Okay. Explosionsschaden. Explosionsradius wäre halt echt geil, Leute. Oh, ich habe die Minigun. Lila, nice. In der nächsten Runde. Let's go. Ich habe Flammenwerfer bekommen gerade. Ah, oh, schön. Du bist schon durch, oder was?
Ich bin durch. Fernkampfschaden. Skaliert der Fernkampf? Ja. Taschenfabrik. Ja, what the fuck, hör auf. Also meine roten Raketenwerfer machen 145 Schaden in dem Radius. Ja, kann man machen. Okay, eins vor, ja, also no chance. Rot eins vor Triple. Selbst diese gepanzerten sind jetzt wirklich insta weg. Ja, mit dem Klebepflaster hier um den Kopf rum. Ja. Oh mein Gott, kommen da viele Geschütze raus. Ja. Ja, aber das Problem ist, ich habe die Taschenfabrik noch nicht gekauft, die dritte. Hä? Was ist das da für ein Park von Geschützen bei dir, Alter? Das ist gut, Digga. Das ist perfekt. Ich glaube, Horde sollte kein Problem sein jetzt. Boah, ich bin gespannt. Aber... Sofern die ersten Bäume da sind, ist over. Ja, und dann stellt man sich einfach hier zu den Geschützen rein und ja. Fertig. Ich stell mich dazu und dann ist eh gar kein Problem mehr. Alter, ist das irgendwie zu OP hier. Oh, scheiße. Das ist echt witzig. Aber wir haben jetzt weniger Money gemacht. Oh mein Gott, nur 900, uff. Ja, das geht gar nicht. Oh, jetzt kriege ich den lilanen Schredder und ich habe gerade den anderen lilanen, den ich hatte, verkauft, weil ich dachte, ich krieg den eh nicht mehr. Uff. Naja. Konntest du nichts machen, geh. Explosionsschaden nehme ich, Tempo nehme ich. Na, ist nichts dabei. Spawn mehr Bäume. Was? Du bist irgendwie echt der Baumtyp. Ja. Okay, let's go. Bruder, es wird. Jetzt bin ich gespannt. Okay. Ich auch. Leute, Welle 12. Die erste Horde kommt. Wollen wir einfach mal so stehen bleiben? Ja, wir bleiben stehen. Okay. Ja, wie geht's euch so? Alles gut. Ja, schaut euch das an. Ja, komm, lass einsammeln. Also dadurch, dass man einfach so viel Kohle macht, kann man sich so geilen Scheiß holen. Ja. Dass es schon fast wieder overpowered ist. Ja. Das haben wir irgendwie nicht dran gedacht, ne? Na gut, dann machen wir das nächste Mal. Das beantwortet die Frage, was passiert, ne? Wenn man 300% an Gegnern hat. Also, ihr seht's. Overpowered. Super. Ja gut, du hast aber auch so oft Taschenfabrik bekommen und Bäume und weiß ich nicht, also... Brutal, ich glaube, mit denen nicht so, wenn wir die nicht so hätten, dann würde es vielleicht noch anders ablaufen. Oh, 12 Tempo nehme ich gerne. Ausweichen habe ich auch noch nicht genug. Das Folter-Item nehme ich garantiert nicht. Das backt zu sehr rum. Schredder in Rot. Komm, hol ich dich erstmal. Tempo und Reichweite, Max-Appearance Generation, Fernkampf. Taschenfabrik. Alter, hör auf. Ich schwör. Ich habe jetzt 4-mal Taschenfabrik. Alter, was ist das? Okay, ich wäre ready. Na, ich noch nicht. Das schaut nach einem Sieg aus, Leute. Ah. Ja, glaube ich auch. Ich bin mal auf den Boss gespannt. Der kommt ja bei Welle 14, also in übernächste Runde. Mhm. Ich glaube, easy. Ja. Ich glaube wirklich, der kriegt so hart die Fresse, ne? Ja, am liebsten hätte ich jetzt hier noch dieses Item... wie hieß das nochmal mit dem Einsammeln? Oh, Sift Relict. Sift Relict, genau. Wenn wir das jetzt noch hätten, dann wäre wirklich... Also ich glaube, aus einem Baum spawnen jetzt 4 Geschütze. Das ist so geil. Wir müssen echt aufpassen, dass das Spiel nicht... Stimmt, es spawnen 4 Geschütze, ja. Das ist ja normal, ja. CPU ist einfach bei 120% bei meinem PC. Echt? Nein. Okay. 120%, Digga. Einfach so voll am Glühen, ne? Ja. Geil, macht aber Bock, irgendwie zu zocken. Jo, ist relativ entspannt, ja. Spawn mehr Bäume. Schon echt langweilig. Ah ja, ich schwör, wie viele Bäume willst du noch spawnen? Oh, scheiße. Oh, Plastikspannstoff ist plus 25% Explosionsgröße. Perfekt, ey. Also ich bin wirklich jetzt gut ausgerüstet für... Noch ein Heilungsgeschütz. Wir spawnen mehr Bäume. Ich bin ready. Jetzt kommt der Boss. Jo, ich bin noch nicht ganz ready. Noch ein Geschütz. Komm ich mal einfach extra dazu. Zum Flex. Zum Flex, ja. Ja, 205 Schaden machen meine
roten Raketen. Alter, wird der geschreddet. Und down. Patrick, war da was? Ich hab nichts gesehen. Ah, da ist noch ein zweiter. Oh, hier sind noch ein paar. Natürlich, drei Stück. Ja. Oh mein Gott, wie krass. Okay. Wie geil ist das denn? Ich hab das gar nicht gecheckt. 1% Gegner, drei Bosse. Ja. Dann wird die letzte Runde doch spannend, weil das sind dann nämlich 6 Gegner. Ja. Oh, kann ich mich doch nicht zurücklehnen. Nee, ich habe schon Urlaub gerade gebucht hier. Geil. Ich dachte auch gerade, hä? Der eine Boss ist doch down, was ist da denn jetzt noch? Ja klar, macht Sinn. Das Problem ist, sind so viele Geschütze. Ich sehe keine Gegner mehr und ich sehe keine Kisten mehr, weil so viele Geschütze hier oben stehen. Ja, das stimmt. Holy shit, Alter. Ey, blutige Hand ist scheiße. Was hast du für zwei rote Items bekommen? Soll ich dir das sagen? Ja, natürlich, ich will's wissen. What the fuck? Soll ich dir das wirklich sagen? Ja. Swift Relict. Ja, ist doch geil. Alter. Du musst einfach nichts mehr machen. Das andere war Bullshit. Okay. Aber Swift Relict, GG. Ja, das ist wirklich GG. Also ich krieg keine Geschütze, also keine Raketenwerfer gerade. Das nervt mich gerade wie ein bisschen. Okay, bin durch. Bei mir dauert es noch ein bisschen. Oh, geil. Das heißt, wenn ich Swift Relict jetzt umkriege, brauche ich es nicht mehr zu kaufen. Nö. Wir sind schon durch. Das ist jetzt wirklich over. Hab Bob, bei durch, mach Speedbein hier. Du musst dich jetzt eh nicht mehr anstrengen, was du kaufst. Bin ready. Let's go, ja. Ja. Eigentlich wollte ich nur so nach oben, nach unten zu gehen und zu gucken für Kisten. Für Kisten, ja, das stimmt. Schon mal eins. Ja, Leute, also das passiert bei 300% Gegner. Chili Milli. Ja, jetzt warten wir auf Runde 20, ne? Da kann es nochmal vielleicht ein bisschen anstrengender werden. Ich glaube auch nicht dran, aber. Ja, beim nächsten Mal müssen wir einfach von 100% Coins auf 50% gehen und dann 300% Gegner. Dann sieht es wahrscheinlich ein bisschen anders aus. Auf jeden Fall. Obwohl, ich werde dann trotzdem dieselbe Taktik machen mit Raketenwerfern. Muss ich denn wahrscheinlich auch. Oh, Regenerationstrank, ich bekomme rotes Item. Ja, Junge, wir brauchen nichts mehr. Wir sind komplett durch. Taschenfabrik habe ich nochmal. Nice. Ausweichen ist full. Ich bräuchte halt noch einen roten Raketenwerfer. Ich habe noch einen blauen Raketenwerfer, an den will ich weghaben. Ja. Ja gut, waffentechnisch bräuchte ich auch noch zwei, ja. Das stimmt. Also müssen wir noch ein bisschen hier durch. Ich habe jetzt schon... I'm ready. Oh, jetzt kommt ein Boss? Nee, oh, noch yes. Nicht. Okay. Endlich habe ich lila einen Raketenwerfer. Nice. Exoskelett, Rüstung, Crit-Chance, Technik, Tempo. Why not? Tempo, immer noch ein bisschen mit. Oh, deine Projektile erhalten einen Abpraller. Lohnt sich bei mir nicht. 15 Tempo, 15, 10 Ausweichen. Ausweichen bin ich schon full. Oh, Tempo gönne ich mir. Okay. Ja. Ich habe das Gefühl, die Gegner spawnen und sind direkt tot, alle. Ja, weil auch diese komischen Alien-Augen, die wir haben, ich glaube, die sind... Die machen auch die Instant weg. Das ist so heftig. Wir sind gefühlt maxed out fast. Ja. Schade, dass man hier nicht Open-End endlos machen kann, den Modus, zu zweit. Ja, das stimmt. Das geht leider nicht zu zweit, sondern nur alleine. Sonst würden wir es auf jeden Fall machen. Gerade bei sowas hier. Ja. Würde sich anbieten. Ja, ich glaube, vielleicht sollten wir auch Taschenfabrik verbieten das nächste Mal. Also, dass du das drei- oder viermal bekommen hast, ist aber auch wirklich... Fünfmal. Uff. Ja, fünfmal, ja, what the fuck. Die armen Gegner. Ja, muss ich auch sagen. Nochmal Heilungsgeschütz. Nochmal ein Teiler. Oh, Raketenwerfer, nice. Jetzt habe ich alles rot. Jetzt habe ich noch zwei Schredder, die ich in Raketenwerfer umwechseln kann. Dann wäre wirklich perfekt. Ich hole mir nochmal ein Geschütz. Ja, mach das. Und bin ready. Okay. Oh. Jetzt kommt Boss. Drei Stück. Ja. Ja. Okay. Let's go. Ich höre, das geht so schnell.
Ich sehe die fast gar nicht. 12 Sekunden. Oder? 12 Sekunden hat es gedauert, bis wir die down hatten. Ja. Krass. Ja, ich habe keine Ahnung. Also gefühlt bräuchten wir gar nicht mehr Schuss spielen. Das macht man die Geschütze schon von selber. Ja. Ich habe auch so Gefühl, es spawnen weniger als irgendwie gefühlt am Anfang. Oh mein Gott. Nee, hier. Schau dir das an. Ja, au. Man sieht den Charakter das nicht so mehr. Laufen, Oh, geil. Spawnt ein Geschütz, das explosive Kugeln verschießt. Habe ich als rotes Item. Ich habe genau selber bekommen. Und einmal so ein Roboterarm. Ach, why not? Oder? Ausweichen haben wir genug. Ein bisschen Reichweite. Junge, wir haben alles Schaden. Genug. Dann nur mit Distler. Dann verkaufe ich den hier. Nimm den Raketenwerfer. Nein, wir haben nicht genug. Ich könnte noch Crit-Schaden auf 100% langsam machen. Ja, beruhigen Sie sich bitte. Will meine fast 600 Damage machen pro Hit. Roter Raketenwerfer habe ich. Nice. Ich sag, der Raketenwerfer ist echt... eigentlich sieht man gar nicht, wie gut der ist, dadurch, dass da keine Gegner sind. Bin ready. Und Gatling-Laser habe ich. In Rot. Echt jetzt? Mhm. Geil, Digga. Aber den werde ich jetzt nicht benutzen. Es spawnen mehr Bäume, Explosionsschaden, das ist geil. Raketenwerfer nehme ich auch. Lasergeschütz. Sift-Relikt. Ja, doppelt, what the fuck. Okay, bin ready. Alter, wie viel hier spawnt, Alter. Ja. Das ist... What the fuck. Was anderes kann man dazu nicht mehr sagen, oder? Nee. Ich bin so schnell, ich kann die Kiste nicht einsammeln, weil ich immer dran vorbeirenne. Also du hast echt übertrieben mit den Taschenfabriken. Ja, ein bisschen. Ja, nur ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Komm schon, gib mir Raketenwerfer. Ja, bin ready. Chill mal. Oh, Raketenwerfer, jetzt habe ich 5 rote Raketenwerfer. Oh, nächste Runde habe ich den 6. Alle machen 317. Willst du mich verarschen? Du hast dann 6 Raketenwerfer auf Rot? Ja. Ah, 317 Schaden im Moment. AOE-Damage. Das ist krass. Ja. Aber ich glaube, selbst wenn... Ja, Welle 19, Leute, und... Ja, ist so, ja. Ne? Ja. Aber selbst wenn ich nicht auf Raketenwerfer-Strat gegangen wäre, wäre, glaube ich, auch egal, was wir hier genommen hätten. Wäre völlig egal gewesen. Ja. Okay, das nächste Mal nehme ich den... Entdecker mit nochmal plus 25% mehr Gegner. Yeah. Und wir nehmen nur Items mit mehr Gegner. Ich glaube, das System kommt dann mal drauf. Gar nicht klar. Alter, das sind so viele Geschütze. Oh. Ja. 1800 Münzen. Das ist nicht mehr normal. Ah ja, stimmt. Erstmal den Raketenwerfer. Explosionsgeschütz. Plus 40% Angriffstempo, wenn du dich nicht bewegst. Ich gönn's mir mal. Taschenfabrik. Ich hab's nicht einmal bekommen, du hast es jetzt schon zum 6. Mal oder so, hör auf jetzt. Ja. Echt nervig langsam. Tatsächlich, ja. 6-mal Taschenfabrik. Ist das verrückt. Okay, über Level 20. Ich hab Taschenfabrik bekommen, aber hab nicht mehr genug Money. Oh, das ist geil. Okay, aber ich hab 6 rote Raketenwerfer, schaut das heftig aus, ja. Ja, das glaube ich, holy shit. Okay, let's go. Okay. Also, Welle 20. Ich laufe hier einfach nur rum. Ich bin auch so schnell, ne? Ja, ich auch. Ich kriege auch kein Damage. Also, oh, doch ein bisschen. Wer ist jetzt gestorben, ja. Du, oder was? Das war's schon. Das war's schon. Ach, Durchlauf gewonnen. Ich dachte, du bist gestorben oder so, hä? Nö, kein Problem. Ich werde auch gar nichts mehr gesehen am Ende. Ich bin einfach da rumgelaufen. Welle 20 in 10 Sekunden durchgespielt. Oh, es gibt einen Fortschritt. Nachtsichtbrille habe ich bekommen. Warum auch immer. Mega. Alter, what the Ach, fuck. Du Scheiße, ey. Das war aber auch geil, Alter. Hat irgendwie Bock gemacht, weil das OP war. War geil. Also, Frage wurde beantwortet. Was passiert bei 300% Gegner? Nix. Ihr wisst ihr es. Also, overpowered. Ja. Ich dachte, das wird schwierig, aber das war einfacher als normal.
Ja, ist wirklich so. Also ist ja. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Ihr seht jetzt hier den Link zum letzten Potato-Video. Also, falls ihr es noch nicht gesehen habt, klickt gerne drauf. Und ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bis zum nächsten Video oder Livestream. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao.